Who's there? Hey, it's only us. Ah, Sonnenlicht. Are you okay? Why do I even listen to you anyway? Hold it right there. Who are you? I am Ezbel Lond. My father's the lord of this manor. And you must be Richard from the capital. Come on, let's get out of here and have fun. You've never been to Lond, right? We can show you around. Leave me alone. I would prefer to stay here. You'd rather stay here in this dark room? All alone? Are you crazy? Don't you want to have fun? I told you to leave me alone. And don't pretend to be my friend either. What did you say? You're only pretending to like me, so you can use me later. It's always the same. People are only nice to me when they want something for themselves. Or when they... Master Richard. Bryce. It is time for your daily sword training. Please, ready your equipment. Not today. I'm not feeling well. Enemies will attack whether you feel well or not. Avoiding training will only end up weakening your skills. Are you Lord Aston's son? These matters are no business of yours. Leave at once. You shouldn't make him practice if he isn't feeling well. Don't be a fool. My lessons are of the utmost importance. And not to be skipped for any reason. Then I'll take the lesson in his place. You? All right, very well then. Though I fear you will end up regretting those words before long. If you truly wish to face me, I will be waiting for you in the garden out front. See you there. Wenn Jin Ichimaru kämpfen will, dann soll er es auch bekommen. So, ich hoffe, das passt noch hier in den Part reinstellen. Wenn nicht, dann muss ich zwischendurch einen Schnitt machen. Was mir dann leid tut im Voraus. I see you've come. Shall we begin? Where is your sword? I have no need to arm myself against a mere child. I can't fight an unarmed man. It would be shameful for a knight to do so. It seems our little swordsman is afraid of losing. In that case, I must insist that Richard take this lesson after all. Very well. Prepare yourself. Ezbel! Oh, did the little knight fall down? Too slow. Are you even trying, boy? Damn it! What? So, the little knight has some skill after all. But this ends now. Oh, hey! Stop this at once! Phew! Real knights are strong! Amazing! He actually held his ground against Bryce. Thank you for the lesson. Also, please forgive my earlier insolence. I hope you will let me spar with you again. Ezbel actually sounds grown up. That fight must have scrambled his brains. Ich hatte den Sturz ihn auch nicht so gut getan. If a fellow knight agrees to train you, they deserve your thanks. Even I know that. So you want to become a knight? Yes, sir. More than anything. You have some talent with a sword. Once you get older, I wager the knights would be proud to have you. Really? Nein, nicht wirklich. You should be ashamed, Bryce.
There is no honor in provoking a child. I apologize, sir. I will take over Master Richard's training from this point forward. You may join the other guards inside. I understand. With your leave, Master Richard. Ja, geh wieder zurück zu Squad 3. That was amazing, Asbel. He said you have talent. Imagine my big brother joining the Knights. Come on, Hubert, knock it off. I'm just glad that Richard won't be forced to practice when he's not feeling good. Amazing. Well, since the lesson is over and we're already outside, how about I show you something cool? What are you talking about? I'm gonna take him to see the flowers. But it's almost sundown. Well then, you guys should stay here. Just play dumb if Dad asks about us, okay? Und noch mehr Scheiße im Kopf. He'll never learn. Ja. Sophie, you go with them and make sure they don't get into any trouble, okay? Genau, schick das amnesiekranke Mädchen mit ihnen mit. Alright, guys, follow me. Die Gruppenzusammensetzung hat sich geändert. Wir haben Richard dabei. Ja. Ich denke mal, ich nehme dann 20 Minuten auf und schneide dann so in 10 Minuten Parts. Ich hätte natürlich auch nichts sagen können, dann wäre es vielleicht besser angekommen, aber egal. Zielort Lahnbühl. Gut, dann kann ich nur 3 Minuten irgendeinen Mist machen. Bisschen kämpfen. Weil der letzte Kampf, der war doch schon ein bisschen heftig, also komm her. Und es wird dunkel. Und Richard kämpft nicht mit, was ist das denn? Ja, das wird auch so hier von der Story her gut passen, ehrlich gesagt. Wow, das ging schnell. Technikbonus. Wenn du Gegner mit perfekt ausgeführten Techniken besiegst, kannst du dir... okay. Wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die vor dem Kampf angezeigt werden, dann können... hier ist nichts. Dann können bestimmte Bonus freigeschaltet werden, wie mehr Erfahrung, mehr FP und so weiter und so fort. Ich glaube, das war damit gemeint, aber ich bin mir nicht sicher. Wir hätten zwar noch viel Auswahl machen, ich will nicht schaden. Was war das denn jetzt gerade? Okay. Cool. So, dann jetzt zurück zum Anfang. Ja, euch müssen wir ja nicht platt machen, aber so schadenfreudig bin ich. Bam. Eigentlich sind wir ja nur 1 oder 2 Level hochgestiegen. Seit der letzten Gegner mit diesen Viechern. So stark sind wir noch nicht geworden. Aber egal. Rückwärtsschritte. Ja, okay. Klärt sich von alleine mit 4 Gegner hinten. So, heilen wir uns hier. Ach, Entdeckung. Okay. Kommt hier noch ein Skip? Nee. Ja, würde ich sagen, ich... ja, okay, dann mache ich dich eben mal platt. Aber nach dem Kampf mache ich dich mit. Der wird ja wohl nicht noch eine Minute gehen. Aua. Boah, wie schnell ist das mich denn erledigt? Sophie greift mit an. Da-da. Aua. Mann. Und immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Und noch physische Verteidigung ausweich plus 3 gelernt. Gut. Dann mache ich hier einen Schanit. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Daniro LP. Wir sehen uns. Tschö. Bye bye.